erste Bauabschnitt ist feierlich eröffnet. Ob Kuhne Kuhne Hausschweine, Murnau-Werdenfelser Kühe oder Augsburger Hühner. Im Hellerbrunner Mühlendorf ist eine Originalabbildung unserer alpenländischen Vielfalt von Tier- und Pflanzenarten, Lebensräumen und Lebensgemeinschaften entstanden. Also was diese Tiere fast alle gemeinsam haben, ist, dass sie vom Aussterben bedroht sind. Das kennt man ja, klar, von Tigern kennt man sowas, von Elefanten kennt man das, von Schneeleoparden. Was die meisten aber nicht wissen, ist, dass eben auch Haustiere vom Aussterben bedroht sind. Und das macht diese Rassen hier aus, dass sie zu diesen Rassen eben gehören und wir die hier zeigen und auf die Bedrohung aufmerksam machen. Wir haben hier ein edukatives Konzept, also wo man auch bei Mitmachstationen viel lernen kann, wo man sich wirklich auch hautnah bestimmte Dinge anschauen kann, zum Beispiel Fischbrutzucht und so weiter, damit man auch merkt, dass man mit der Natur, mit der Umwelt sensibel umgehen soll. Mein persönliches Highlight ist das hinter uns, das Fischbruthaus. Dieses Fischbruthaus beinhaltet ein In-situ-Artenschutzprojekt. Das gibt es bislang noch nirgends. Und dort wollen wir vom Aussterben bedrohte Fischarten, die hier bei uns in der Isar oder bei uns hier im Auermühlbach vorkommen, nachzüchten und wieder auswildern. Das machen wir gemeinsam mit dem Landesfischereiverband. Und das wird ein sehr, sehr spannendes Projekt. Im Hellerbrunner Mühlendorf gibt es auch einen eigens angelegten Bauerngarten. Hier sollen die Besucher für Nachhaltigkeit und Naturschutz sensibilisiert werden. Unterstützt wird das Projekt Mühlendorf von der Edith Haberland-Wagner-Stiftung und von der Stadtsparkasse München. Wir haben die Kuhne-Kuhne-Schweine versucht, den Namen zu geben. Und da wollten wir natürlich nicht einfach denen einen Bankernamen geben, sondern haben über Facebook Namen gesucht. Und rausgekommen ist eben Frieda, Lilly und Friedrich. Und das sind die Namen der Kuhne-Kuhne-Schweinchen. Und ja, wie ich denke, Schweinchen, Sparschweinchen, Sparkasse ist sowieso eine gute Assoziation. Ein Jahr hat die Bauphase des ersten Abschnitts auf der Fläche des ehemaligen Kindertierparks gedauert. 8.000 von 12.000 Quadratmetern sind bereits fertig. Im Sommer 2019, so die Planung, soll das gesamte Mühlendorf dann zugänglich sein.